Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind mitten im Winter Wonderland und Kevin versucht einen Schneemann zu bauen. Die Nachbarn haben nämlich da drüben schon einen gebaut und das ist so viel Schnee. Und wie groß baust du den Schneemann? Weiß ich noch nicht. Der sieht noch der etwas größer, oval aus. Größer als der da hinten muss das sein. Ja, wir haben gar keine Handschuhe. Er wird ganz schön schwer jetzt auch, ne? Ja. Aber du machst es ganz toll. Ist so ein bisschen, als würde man einen Teppich aufrollen, so sieht das aus. Ding der Glätte. Ist das gerade? Hier muss ein bisschen ab, ne? Da muss ein bisschen ab, ja. Das reicht, glaube ich, schon. Und vielleicht so eine leichte Kuhle in der Mitte, so, dass das da. Sehr guter Call, aber. Weiß ich nicht. Soll ich jetzt kaum, oder? Okay, Kevin braucht Hilfe. Der Schneemann ist einfach zu schwer. Also ich glaube, das ist die Unterseite, die ist ziemlich schön glatt. Den mache ich jetzt einmal so drauf und dann müssen wir irgendwie so anheben. Oh, der ist wirklich... Oh, oh Gott. So, du machst... Was brauchst du Handschuhe? Oder geht's? Ich versuche das jetzt einfach. Ja, irgendwie versuchen jetzt anzuheben. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Oh, der ist aber rutscht, der ist aber rutscht. Hey? Ja, geil. Ist ja genauso groß wie der Körper? Nee, ne? Haben wir denn noch Augen? Wir machen Pose. Sag schon, Pose. Oben. Ich finde, das sieht schon irgendwie voll aus, als würde der lächeln. Der sieht voll lieb aus mit der Nase. Das hast du richtig gut gemacht mit den Kugeln. Du hast das doch gemacht. Ich hab die Kugeln. Nee, ich spreche gerade von dem Gesamtbild des Schneemanns. Schau mal. Sieht man nur so schlecht. Aber ich habe eine Idee. Theodos, nee, wie sagst du es so? Thaddäus. Thaddäus. Wo kommt der Name noch her? Ich glaube, sie sehen ihn gut. Der bräuchte jetzt noch so ein Lätzchen. Wo hast denn du das her? Aus dem Beet? Ja. Okay. Säubern. Vielleicht nochmal mit frischem Schnee drüber, damit das wieder hier. Wir haben schon die Finanzen. Sind das drei Haare? Wir präsentieren mit Arm und Mund und Nase und Haaren und Augen und Ohren. Alles dabei. Wie heißt du jetzt noch? Thaddäus. 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 Sagt Hallo zu Thaddäus. Oder der könnte aber auch so ein guter, irgendwie so ein Hubert oder so sein. Thaddäus Hubert der Erste. Diese Haare, geil. Haare gestylt. Ja, ja, ratet mal bitte von 1 bis 10, wie gut unser Schneemann geworden ist. Also, das muss einfach eine 10 sein. Also 10 Schneeflocken bitte mindestens in die Kommentare für dieses Meisterwerk der Kunst. Oder was war das? Zieht ihr euch an? Ach so. Ja, bin ich. Bist du? Aber wir haben doch erst einen Tisch in einer halben Stunde. Ja, wenn wir laufen. Sitzen die Haare? Du würdest zu Fuß gehen, okay. Oh ja, nicht so, aber doch jetzt. Wir gehen jetzt mit Mama was essen. Wir haben, nachdem wir den Schneemann hervorragend aufgebaut haben, er steht übrigens immer noch, der von den Nachbarn ist umgekippt. Ja, der war auch billig. Aber ich musste auch schon 2-3 Mal konfigurieren. Du musstest den Hals richten. Und den Körper. Den Körper.
Aber keine Arme mehr. Leider. Ich hatte auch noch ein Brötchen zwischendurch. Ich hatte einen Proteinshake. Und wir hatten ein Mittagsschläfchen. Und jetzt gibt's Bifteki. Jetzt geht's zum Griechen, dem Besten überhaupt, ne? Ich weiß nicht, ob das der Beste ist, aber wäre schon gut. Komm. So, wir sind jetzt gerade wiedergekommen und machen uns das jetzt richtig schön gemütlich. Deshalb kommt der Schmuck erstmal wieder ab und ich ziehe mir eine Leggings an. Und dann werden wir bestimmt gleich noch einen schönen Film gucken. Gestern haben wir auf Kevins Wunsch mal wieder Rocky 1 geguckt. Ich habe die Rocky-Filme vor Jahren mal gesehen. Fand die auch ganz cool. Mal gucken, mein Bruder war allerdings gestern nicht mit dabei. Der kennt die Rocky-Filme gar nicht. Deshalb ist jetzt ein bisschen unklar, ob wir mit dem zweiten Teil gleich weitermachen. Ansonsten suchen wir uns einfach einen anderen. Übrigens habe ich gestern, weil wir haben ja auch nur Minusgrade und es ist ja auch nur dick Schnee im Gang gesagt, habe ich meinen Wintermantel natürlich zu Hause gelassen. / vergessen. Deshalb habe ich mir vorhin jetzt oder eben jetzt gerade einen Mantel von Mama gebockt. Die hat ja den gleichen beigen Mantel wie ich. Da passt das ganz gut. Da habe ich dann voll drauf gezählt, dass ich mir den von ihr leihen darf. Und da sie was Graues anhatte, passte das dann auch ganz gut. So, Kuschel, Muschel, Wuschel, Outfit ready. Unser Schneemann hat übrigens leider seinen Kopf verloren. Also der ist jetzt der kopflose Thaddäus. Na, wer schleicht sich da so an? Guten Tag. Guten Tag. Und gibt es jetzt Tee oder? Ja. Nee, ich will keinen Tee. Wobei, wenn du mich jetzt doch so fragst, ich nehme doch einen Tee. Nur der Limette-Minzen-Tee. Den kriegst du? Den krieg ich jetzt, ja. Boah, aber das ist auch die letzte Packung, die sie hat, oder? Hoffentlich nicht. Kevin liebt von? Teekanne. Teekanne? Aus der Frio-Reihe Limette-Minze. Weil den gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Wobei, das nur kann online kannst du den kaufen. Es könnte natürlich immer sein, dass es jetzt zum Sommer vielleicht den wieder gibt. Vielleicht. Aber der, den wir letztens hatten für sich, Maracuja, der war auch ganz gut, oder? 40 Mal cool. Ja, nee, ging. Der hat besser gerochen, als er geschmeckt hat. Achso, ja, ich habe den nicht so getrunken. Aber gut. Also jetzt Kuschelsachen und dann Film? Ja. Habt ihr euch schon auf einen geeinigt? Ja, das ist gar kein. Das war schon ein Schild von Festlich, ja. Rocky. Okay. Rocky. Rocky, okay. Bis morgen. Tschüss. So. Sonntag, alle aus dem Weg. Wir sind gerade dabei, den Frühstückstisch vorzubereiten. Der große Tisch, die große Tafel ist schon gedeckt. Kriegt man nachher in der Küche, aber den Rest haben wir schon schön eingedeckt. Schön Gemüse, Butter. Wir haben noch halbe Eier gemacht auf dem Tisch. Wir haben auch schon die Gäste deshalb schnell den Tee noch aufgegossen. Aber ich wollte euch doch kurz zeigen. Wir haben Grapefruit, wir haben Met, wir haben Lachs, wir haben Gurke und Forelle. Wir haben einen Karitatel-Dip, wir haben einen Schafskäse-Paprika-Dip, einen Fleischsalat, eine Käseplatte. Wir haben hier wieder die halben Eier, volle Pi. Wir haben hier noch Chorizo-Salami, Marmelade und hier haben wir nachher unsere kleine Waffelstation und müssen jetzt unbedingt noch Kaffee kochen. Und dann würde ich sagen, ich melde mich später, weil ich muss jetzt die Gäste auch mit begrüßen. Den Fernseher, den kann ich You zu Ende schauen. You, du wirst mich lieben. Ah, ich wollte direkt auf den Stepper loslegen, damit ich wuh, gleich in Fahrt komme. Ich finde das vor allem, ich muss jetzt immer von der Uhrzeit her gucken, weil das Gerät ja immer nicht so mitmacht. Gut, wenn ich vor halb anfange, weil dann kann ich vor halb aufhören. Das ist irgendwie so psychologisch was anderes, als wenn man nach halb anfängt. Ja, von daher, wir gucken jetzt, oder ich gucke jetzt noch meine Serie zu Ende. Letzte Folge, ich glaube von der letzten Staffel. Und dann zocke ich gleich noch ein bisschen Harry Potter Hogwarts Legacy. Und was machst du? Liegestütz. Ach so, ja. Und Musik. Jetzt mache ich gleich Musik auf die Ohren. Irgendwie habe ich irgendwie auch ein bisschen Hunger. Mhm. Mm, aber erst muss man sich da schön verdienen, ne? Okay. Schön im Yoga-Outfit und... Ich habe mir jetzt meinen kuscheligen Pullover angezogen und ziehe mir jetzt gleich noch eine lange Hose an. Wir haben jetzt gerade noch was gegessen. Hat meine Mama noch ein paar Brötchen mitgenommen. Und wollen jetzt nach dem dritten Rocky gucken.
Kevin hatte irgendwie Lust anzufangen, dass wir die Rocky-Filme gucken. Und jetzt ist irgendwie noch so früh, wobei ich sagen muss, allmählich werde ich irgendwie so ein bisschen müde. Mir fehlt wahrscheinlich mein Nachmittagsschlaf. Ich könnte mich jetzt auch einfach mit meinem Spotify-Hörspiel hinlegen. Ich höre gerade Die Chemie des Todes von Simon Beckett. Ist ewig her, dass ich das Buch gelesen habe. Und ich meine, ich weiß die ganze Zeit, wer der Mörder war. Aber ist auf jeden Fall super spannend. Und das könnte ich mir jetzt auch gut anhören, aber das mache ich auf jeden Fall dann später noch. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Couch. Ich ziehe mir was an und dann gucken wir Rocky 3, Rocky Balboa. Einen wunderschönen Start in die neue Woche, ihr Lieben. Ich habe jetzt kurz Mittagspause und irgendwie nicht so wirklich was sagen, glaube ich, was ich essen kann. Muss ich mir jetzt erstmal kurz überlegen, was ich machen kann oder wie ich mir das Mittagessen irgendwie zusammenstelle. Ich könnte nochmal Cornflakes essen. Moment, ich stelle ich mal um. Also heute Morgen hatten wir Vollkorn-Cornflakes mit jeweils einer halben Banane. Von gestern gibt es doch ein halbes Brötchen, allerdings habe ich Kevin den ganzen Aufschnitt mitgegeben, was nicht ganz stimmt. Ich habe noch mit. Aber es ist halt ein trockenes Brötchen. Wie trocken ist es? Ich bin ja so jemand, der nicht so gerne so kalte Pizza isst. Aber ich glaube, heute muss es mal herhalten. Dann esse ich das Brötchen mit Matt. Dann mache ich mir noch einen Eiskaffee. Und esse noch ein paar Nüsse. Und dann sollte ich eigentlich satt genug sein, weil ich habe gleich einen wichtigen Termin. Und dann brauche ich ja genug Energie, ne? Und Kevin habe ich heute Morgen noch ein volles Paket Butter und einen Rest Butter in die Hand gedrückt. Und habe gesagt, doch, nimm den Rest Butter mal mit. Der bleibt ja sonst hier stehen. Den hätte ich jetzt ja hervorragend essen können. Aber mache ich halt ein neues Paket auf. Lass mir eigentlich, ich könnte mir auch einen Proteinshake machen. Aber den macht Kevin jetzt momentan immer abends. Gestern war das auch so, wir haben... Hatte ich ja gesagt, ne, wir haben noch trainiert, dann haben wir Brötchen gegessen. Und dann sind wir sagen und schreibe, ihr dürft es werde sagen, um 7 Uhr ins Bett gegangen. Und ich habe mir dann noch ein Hörspiel gemacht und mich eingeschlafen. Also ich habe so von 7:30 bis heute so um 5 irgendwie geschlafen. Deshalb bin ich dann heute aber auch um 5 direkt aufgestanden, weil ich gedacht habe, dann kann ich ja ordentlich was mit dem Tag machen, weil ich habe ja genug im Bett gelegen. Und Kevin hat noch seinen Manga gelesen. Der hatte nämlich zum Geburtstag die ganzen Dragon Ball Bücher bekommen und findet es momentan voll cool, die zu lesen. Und ich habe alle meine Bücher, die ich mir gekauft habe, habe ich alle schon aufgelesen. Das finde ich gerade so ein bisschen traurig. Aber habe dafür entdeckt, dass es auf Spotify ganz viele meiner Bücher als Hörbuch oder Hörspiel gibt. Und momentan höre ich Chemie des Todes von Simon Beckett. Und wenn ich Glück habe, hat Spotify auch noch die nächsten Hörbücher. Das hört sich nämlich alles sehr gut an und macht Spaß, dazu zu hören und abzuschalten und den Augen mal ein bisschen Entspannung zu gönnen. Wobei Lesen ist ja wieder eine andere Anstrengung, als wenn man nur am Handy guckt. So, dich habe ich bald aufgebraucht. Spekulatius mache ich jetzt bewusst auch gerade alle, damit es alle wird. Und den will ich auch nicht nachkaufen, weil mir die anderen Sorten einfach so viel besser noch schmecken. Ich schmecke halt hier auch nicht so richtig den Spekulatius raus. Aber bei Karamell und Haselnuss, das wären von den klassischen immer so meine Top-Abwenden. Also wenn ihr meinen ausprobieren wollt, dann die auf jeden Fall nehme ich ohne Ende. Kennt ihr manchmal so Formulierungen, die man sagt, die eigentlich nicht so viel Sinn ergeben? Die liebe ich ohne Ende. Was soll das heißen? Liebe ohne Ende. Also die Liebe hört also nicht auf, richtig? Oder ist die Liebe so unendlich groß? Oder manchmal denke ich mir bei manchen Aussagen, Steffi, was soll das genau heißen? Was willst du damit eigentlich aussagen? Da wir jetzt das Wochenende bei Mama waren, müssen wir auch nachher auf jeden Fall einkaufen gehen. Deshalb ja,
Deshalb muss ich gleich nochmal gucken oder nachher nochmal gucken. Jetzt möchte ich ja erstmal Pause machen und mich damit nicht beschäftigen. Aber nochmal gucken, was wir essen. Für heute haben wir noch was, weil Mama hat am Freitag Käse-Lauchsuppe für uns gekocht. Und da haben wir gestern, wie das bei Mutti dann manchmal so ist, haben wir noch was mitbekommen. Und ich hoffe, das reicht für heute. Und dann bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich morgen ins Büro fahre. Aber dann wäre es eigentlich ganz gut, schon was vorbereitet zu haben, ne? Ich speichere mir auf Instagram auch immer mal so Rezepte ab, die ich dann irgendwann mal nachmachen möchte, die so ein bisschen aufwendiger sind. Und erwische mich dann aber jedes Mal dabei, wenn die so ein bisschen aufwendiger sind, als ich sie dann doch nicht mache, wenn ich dann da durchgehe. Also ich sehe mich da heute nach Feierabend schon sitzen und die durchgedenken, oh, das sieht ja ganz lecker aus, aber nicht diese Woche. Ich habe gerade gesehen, wir haben noch Weißwein im Kühlschrank. Den habe ich, glaube ich, benutzt, um Risotto zu machen. Könnte ich ja wieder Risotto machen. Risotto kann man immer sehr gut vorbereiten. Schmeckt auch eigentlich immer am besten, wenn es durchgezogen ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich ziehe mir das jetzt durch und dann gehe ich ins Meeting. Und dann sehen wir uns später oder morgen. So, wir wollen jetzt einkaufen gehen. Und Kevin sagt, ich muss keinen Mantel anziehen, aber deshalb ziehe ich mir nochmal die lange Weste über. So könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Ignoriert mein Yoga-Set im Hintergrund. Aber ich hab dich. Warum habe ich gelogen? Weil du die Kohle auch schon hast. Ja, nur wenn ich die Tasche mitnehme. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist kurz nach 5 am Dienstag und ich bin gestern Morgen so kurz nach dem Aufwachen noch aufgestanden. Es war gestern irgendwie ziemlich herrlich entspannt. Und dadurch, dass wir so nicht so immer so früh schlafen gehen, das ist eigentlich auch nicht das Thema. Das einzige Problem für mich ist immer, dass ich so eine große Kuschelmaus bin. Und wenn Kevin dann noch so liegt und so schläft oder so halb am Schlafen ist, dann kuschel ich eigentlich viel lieber, als ich aufstehe. Aber ich will das jetzt diese Woche mal so ein bisschen testen, wie das für mich ist, wenn ich mal früher aufstehe. Ich habe zwar gestern Morgen trotzdem keinen Sport gemacht, aber da wäre ganz viel anderes so geschafft, weil wir waren hier das ganze Wochenende auch nicht zu Hause. Und irgendwie ist es jetzt gerade so eine ganz ruhige Stunde. Mal gucken, wie sich das über die Woche zieht. Ich stelle mir dafür nicht extra den Wecker früher, sondern wenn ich wach bin, dann stehe ich halt einfach auf. Habe mir jetzt schon meinen grünen Tee gekocht. Das versuche ich momentan so ein bisschen als Ritual zu etablieren. In meinem Paris-Starbucks-Becher. Kleine Erinnerung wieder hochkommen. Dann habe ich schon so ein bisschen Frühstückstisch gedeckt, bis auf die Milch, damit die jetzt nicht warm wird. Und habe hier irgendwie auf die Schnelle gerade keinen Pulli gefunden, aber Kevins T-Shirt. Und das habe ich jetzt nochmal über mein anderes T-Shirt gezogen, damit mir nicht so kalt wird, sonst hole ich mir gleich noch eine Decke. Und werde jetzt ein bisschen mein Dankbarkeitstagebuch schreiben und strukturieren, was ich heute wie machen will. Ja, und ich bin noch so ein bisschen müde, aber ich mag so dieses langsam wach werden. Ich hasse dieses gestresste morgendliche Aufstehen. Deshalb ist es vielleicht was, womit ich auch besser mit den Bürotagen irgendwie klarkomme, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde früher aufstehe. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr ruhig, es ist sehr still. Ich bin ein bisschen müde, man sieht es auch noch. Und werde mich jetzt nochmal meinen Gedanken widmen. Guten Morgen. Beziehungsweise, nee, habe ich ja eben schon guten Morgen gesagt. Ich bin jetzt gerade dabei, mich fertig zu machen. Ich habe mich jetzt schon soweit eingecremt. Parfum of the Day ist mein geliebtes Balderfreak, was ich gerne nochmal als große Flasche hätte, genau wie Blanche.
Ja, was ziehen wir heute an? Ich ziehe heute Jeans an. Ich bin heute im Homeoffice und noch ein weißes T-Shirt. Und darüber ziehe ich dann meinen grauen Weiling König Pullover an. Ich glaube nämlich, dass ich den bisher mit der weißen Jeans anhatte, aber mit der blauen Jeans noch gar nicht. Und Grau und Blau als zwei kühle Farbtöne sind natürlich eine super Kombination, muss man sagen. Heute habe ich einiges auf- und vorzubereiten. Von daher wird es ein guter Tag, der gut umgeht, glaube ich. Und heute Abend haben Kevin und ich noch ein bisschen was, worum wir uns kümmern müssen. Steht auch seit 2 Wochen bei mir auf der To-Do-Liste. Das werde ich vielleicht jetzt am Wochenende mal angehen, dass wir unsere Steuererklärung machen. Ich glaube, mich hält noch so ein bisschen davon ab, dass dieses Jahr das für mich ein bisschen anders noch sein wird. Durch die, wenn auch wenigen, aber kleinen selbstständigen Einkünfte. Da weiß ich nämlich noch nicht, wie ich das da in dem Programm dann eingeben werde. Aber da mich das durch alles bisher durchgeführt hat, gehe ich ganz fest davon aus, dass es dafür auch irgendeinen Button geben wird. Für Kevin mache ich die Steuererklärung auch immer mit. Das wird dann einfach, weil da muss ich, glaube ich, nur die Sachen aus dem letzten Jahr übernehmen. Neu dürfte da nichts hinzugekommen sein. Bisschen abändern von den Werten her. Aber ich liebe das, wenn man so ein vorgefertigtes Formular hat, was man in den letzten Jahren schon benutzt hat. Und was man dann jetzt nur einmal ja quasi von den Zahlen her ergänzen muss. Aber dann weiß man schon mal da, wo was steht. Da sollte dieses Jahr auch was stehen. Ist ein bisschen warm gerade. Liegt vielleicht daran, dass ich meine Hausschuhe mal ausziehen sollte. Wer von euch hatte denn noch das Glück und hat den grauen Mara-Pullover noch geshoppt? Der war ja leider quasi fast ausverkauft. Und war eigentlich einer von euch beim Archiv-Sale? Ich habe ja schon erzählt, ich war nicht da. Und bin da auch rückwirkend sehr froh drüber, weil ich andere Dinge habe als bei Erling König, die ich momentan gerne shoppen möchte. Vor allem halt auch, wenn ihr euch an mein Wunschlisten-Video erinnert, sind da ja auch so Wünsche drauf gewesen, wie nochmal andere Labels auszutesten. Und da habe ich so ein paar Dinge. Und vor allem habe ich in letzter Zeit so viele dicke Pullover geshoppt. Deshalb trage ich die jetzt alle nach Möglichkeit auch nochmal. Freue mich dann aber jetzt drauf, wenn der Frühling kommt. Gestern war es ja schon richtig warm hier mit 15, 16 Grad. Da war ich tatsächlich im Pullover dann draußen. Also das ist irre. 2 Tage vorher noch einen dicken Schneemann gebaut und dann auf einmal im Pullover draußen, ohne Mantel. Und das war auch mal wieder schön, nicht ganz so dick angezogen zu sein. Ja. Wenn Geld doch nur an Bäumen wachsen würde. Ach nein, tut es ja am Pfennigbaum, aber das sind so kleine Taler, ne? Kleiner Scherz am Rande. Gucken wir mal, kann ich den Dior-Ring tragen mit den anderen Dingern da drin? Oder ist das zu dick? Ja, das war abgeknickt, ne? Das Ding ist immer, dass der Dior-Ring, der ist halt für sich schon sehr breit. Und geht immer so ein bisschen auf den anderen. Nee, dann mache ich die anderen rein. Ich glaube, ich hatte es schon einmal erwähnt, aber ich hatte jetzt extra mal ein YouTube-Shorts gedreht mit meinen ganzen verschiedenen Earstacks, wie ich sie so trage, weil ich weiß, dass viele von euch die Ohrringe auch haben. Und vielleicht inspiriert euch das ja auch nochmal zu einer anderen Kombi und mehr Vielfalt. Und ach, ich gucke sowas selber ja so gerne. Und dabei fällt mir ein, du bist auch ein bisschen locker. Gut, das werde ich mal wieder festzurren. Der ist ja immer reingedreht in das Gewinde dahinter. Ja, ist aber wieder fest. Auf jeden Fall fällt mir dabei ein, dass ich euch gestern auf Instagram gefragt hatte, was ihr nochmal so an Content sehen wollt in den nächsten Wochen. Und falls ihr hier auch noch Wünsche habt, dann lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Beziehungsweise, ich sag euch einmal, was auf Instagram auch schon gefallen ist, weil für mich total wichtig ist, ob euch in der Breite die Themen interessieren. Weil manchmal hat halt einer einen Wunsch und dann weiß ich nicht, ist das ein einzelner Wunsch und das interessiert die breite Masse nicht. Oder aber ist es ein Wunsch, den ganz viele haben, dann ist das total wichtig, ja, dass ich das weiß, damit ich das halt so ein bisschen einschätzen kann.
Ich merke nämlich manchmal, dass ich echt super viel Energie auf bestimmte Videos investiere. Die werden gar nicht so viel angeguckt. Und die Videos, auf die ich nicht so viel Energie investiere, die werden voll viel geguckt. Also zum Beispiel die Vlogs, das ist ja, also das ist schon auch irgendwie so Arbeit im Alltag, weil man muss ja immer dran denken, dass man halt auch die Kamera einschaltet, wobei ich sagen muss, das ist so ein leichter Automatismus auch natürlich irgendwie dahinter. Und das Schneiden und so ist dann halt auch, das Schneiden ist eigentlich dann das, was auch richtig viel Arbeit in Anspruch nimmt, weil wenn ihr eine Stunde Vlogs seht, dann war da ja dahinter noch mehr Material. Plus, ich gehe auch immer vor und zurück, schreibe mir parallel auf, wo muss ich jetzt die Links zu raussuchen oder mache noch mal eine Einblendung oder ich versuche ja auch immer alles irgendwie als Werbung zu kennzeichnen, damit ihr das irgendwie, für wen das wichtig ist, damit das halt auch alles hier gesetzlich konform und so weiter ist. Deshalb steht ja auch in allen Videos immer Dauerwerbesendung darüber, weil in Deutschland ist es halt total, also wahrscheinlich ist es in keinem Staat auf der Welt bisher irgendwie gut geregelt, aber in Deutschland heißt es halt, die Verleitung zum Kauf ist halt irgendwie Werbung oder weiß ich nicht was. Das heißt aber, jedes Mal, also im Zweifel auch jede Privatperson, die ihrer Freundin irgendwie was empfiehlt, ist es ja Werbung so. Und ich denke immer so, das ist doch irgendwie so total klar, dass das Werbung ist. Also warum muss man das gesondert gekennzeichnen? Wobei ich natürlich schon verstehe, wenn man irgendwie was kostenlos bekommt oder irgendwie ein Budget zur Verfügung gestellt bekommt oder bezahlt wird dafür, dass man das dann vielleicht irgendwie gesondert kennzeichnet. Aber es gibt halt so viel Unsicherheit für... Beispielsweise mache ich ja ganz viel Werbung für Bayer den König. Also einfach im Sinne von, ich trage das total viel. Ich liebe die Marke. Burberry auch zum Beispiel oder Vestia Kollektiv, mein Lieblingsshop zum Edel-Secondhand-Shoppen beispielsweise. Aber mit denen habe ich ja nie eine Kooperation gehabt, bin da nie für bezahlt worden, habe von denen nie irgendwas gratis bekommen. Trotzdem ist das ja Dauerwerbung für bestimmte Marken und Shops. Und dadurch, dass es in Deutschland nicht ganz klar geklärt ist, was man wann wie kennzeichnen muss, beziehungsweise es ist halt so allgemein gehalten, muss man sich halt selbst irgendwie dadurch schützen, indem man halt einfach alles irgendwie als Werbung kennzeichnet. Das macht es dann für den Endverbraucher aber wieder schwerer zu unterscheiden, ist das jetzt bezahlte Werbung oder ist es jetzt Werbung, wo sie was umsonst bekommen hat oder was genau ist denn da jetzt die Werbung dran? Also das finde ich dann wieder total schwierig und ich sehe das beispielsweise, Eileen König ist ein super Beispiel, die macht viel ungekennzeichnete Werbung für Marken ihrer Freunde und gerade aufgrund ihrer großen Reichweite wäre das zum Beispiel etwas, das würde ich immer als Werbung für Freunde irgendwie kennzeichnen, weil so wie der deutsche Staat das formuliert, müsste es das eigentlich sein. Also total schwierige Geschichte. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es manchmal so ein bisschen, ja, ich glaube, ich kam so von her, dass es halt auch so dann so Arbeit ist, halt an sowas auch einfach zu denken. Das zu machen ist ja dann das eine. Man muss es halt auch irgendwie immer so auf dem Schirm haben, damit alles seine Richtigkeit hat. Und mir ist hier wichtig, dass ihr wisst, alles ist hier transparent und ihr wisst, woran ihr seid und könnt das irgendwie unterscheiden. Deshalb, ja, sind alle Videos immer mit Dauerwerbesendung gekennzeichnet. Richtig hübsch. Immer oben rechts in der Ecke. Ganz toll. Und wenn ich jetzt irgendwie, ich habe ja noch nie eine bezahlte Kooperation gehabt, aber wenn ich jetzt irgendwie Produkte umsonst zur Verfügung gestellt bekomme, weiß ich nicht mal, ob man das kennzeichnen müsste. Aber ich mach's halt. Und ja, Affiliate-Links und in der Infobox sind sowieso so ein anderes Thema noch. Aber ja, kleiner Struggle, kleiner Ausflug hinter die Kulissen, interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. So, heute ist wieder regnerischer Tag, irgendwie zwischendurch ist Sonnenschein, dann ist Regen, heute ist total verrückt. Aber also klassisch typisches Hamburger Wetter, Kevin ist jetzt deshalb auch mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Und mein Outfit of the Day ist, wie gesagt, ein schöner grauer Pulli, Blue Jeans. Ganz entspannt. Mein Earstack von Monica Winneder. Da kam ich, glaube ich, gerade her, oder? Dass ich das als Real, nee, nicht als Real, als Shorts gefilmt habe. Oh mein, ich bin auch so, mein Kopf ist manchmal so hüpft, so von Gedanke zu Gedanke zum nächsten Gedanken und dann zum nächsten Gedanken. Ich bin auf jeden Fall voll happy, dass ich heute so früh aufgestanden bin. Dadurch, es ist jetzt, glaube ich, 7:30.
fühlt sich das so an, als wäre es eigentlich schon viel später. Ich habe voll viel geschafft. Ich habe zwar keinen Sport gemacht, weil ich wollte mich jetzt erstmal so morgens generell so finden. Mir wird mein Arm langsam etwas schwer. Aber habe schon in meine Agenda geschrieben, was ich heute so machen will. Dabei fällt mir ein, was ist jetzt in diesem Blog? Habe ich euch erzählt, dass ich einen Termin bei MS habe? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte irgendjemand dazu was kommentiert. Ich habe es wahrscheinlich für mich behalten. Aber dadurch, dass dieses Video mit diesem Part auch online geht, kann ich es jetzt schon mal avisieren. Ich habe übermorgen einen Termin in der Stadt. Den habe ich gemacht, als ich meine Kelly to go weggebracht hatte zur Reparatur. Da hatte ich dann einen Termin für 7-8 Wochen später irgendwie bekommen, um meinen Wunsch zu äußern. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das abläuft. Denn als ich den Termin vereinbart hatte, letztes Jahr war es noch so, dann brauchte man für eine Birkin, eine Kelly und eine Constance brauchte man einen Termin. Und als ich den jetzt vereinbart hatte, war das für meinen Wunsch, ja, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, auf jeden Fall scheint es aber so zu sein, dass man für eine Constance keinen Termin mehr braucht. Und das fand ich entspannt, weil das wäre so gefühlt so mein nächster Taschenwunsch gewesen, eine Constance 18. Und von den Farben her hätte ich, weil ich mittlerweile ja auch wieder sehr an Grautönen interessiert bin, könnte ich mir auch so eine dunkelgraue Tasche mit silberner Hardware da sehr gut vorstellen. Oder auch klassisch schwarz mit goldener Hardware. Ich habe auch überlegt, rot mit goldener Hardware, quasi als Pendant zu meiner Pochette Métis, aber da bin ich noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall irgendwie so in dem Bereich. Ich glaube, ich bin dadurch ein bisschen flexibel, weil ich halt schon verschiedene Taschen im Kleiderschrank habe. Überleg mir aber halt auch gut, was ist eine gute Ergänzung? Kommt dann vielleicht auch mal eine weg? Wobei momentan bin ich an dem Punkt nicht so, dass ich großartig Taschen von mir verkaufen würde. Aber ja, ich glaube, ich mache mir jetzt noch einen Tee. Genieße dabei dann noch diesen wunderschönen Ausblick. Und dann fange ich ganz langsam anzuarbeiten. Guten Morgen, ihr Lieben. Schneller Outfit of the Day Check. Ich habe heute mal wieder meinen Tinted Moisturizer drauf. Meine Ohrringe von Monica Winnerdam. Macht die Haare zurück, weil ich will sie heute eigentlich offen oder so nach hinten tragen. Mein dünnen Pullover von COS. Kelly Gürtel in schwarz mit goldener Schnalle. Meine mega wunderschöne weiße Hose von Philippa K. Meine Kendall und Schmengel Boots. Und dann mein Mantel von Zara, da wäre echt eine Mega-Investition. Und dann habe ich mir von Mama eine Kutschtasche gebockt, weil ich das mal testen wollte, wie das ist, wenn ich so meine ganzen schweren Sachen über die Schulter trage. Ob das für mich eine Alternative ist. Ich muss aber mein Essen trotzdem noch in einem kleinen Extrabeutel mitnehmen. Das ist nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe. Aber auf jeden Fall ist das mein Look. Und dann muss ich damit auch los. So, ihr Lieben, Feierabend. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Ist ganz lustig. Mein Onkel, der hat mich gerade noch mitgenommen, der hatte nämlich auf der Ecke auch einen Termin. Und den konnten wir gerade noch quatschen. Und ich habe gedacht, der ein oder andere hat es mich auf Instagram gesehen, ich hatte heute eine neue Tasche mit dabei. Es ist allerdings nicht meine, sondern ich habe mir einfach eine von Mama ausgeliehen. Das ist so eine von Coach. Ich wollte für mich oder will das für mich jetzt mal testen, wie das ist, wenn ich mein ganzes Arbeitsequipment dabei habe. Also iPad, mein Technopark, Notizbuch, hier in dem Täschchen habe ich meinen Kartenhalter drin, damit er da nicht so rumspringt, beziehungsweise zwei Kartenhalter und ein Schlüsseletui. Hier vorne gibt es so zwei Seitentaschen, da habe ich Taschentücher drin, Lippenstift. Oh, guck, mein Schatz. Ja, richtig cool auf jeden Fall. Das sind so Beige-Ton, hat einmal einen Schulterhenkel und aber auch einen Quad-Bodygurt. Genau, wollte ich euch noch mal kurz zeigen, weil der eine oder andere danach fragte. Ich werde mich jetzt ums Essen kümmern. Aber erstmal will ich mein Pizza-Hallo sagen. So,
Wir können jetzt entweder wieder Sandwich-Toast essen oder Chorizo-Pasta. Ich glaube, das sind die Sachen, die wir noch eingekauft hatten. Und ich weiß gerade nicht was. Überlasse ich Kevin die Entscheidung. So, das Essen ist fertig. Es gibt heute bei uns wieder Chorizo-Pasta. Rezept bzw. den YouTube-Shop verlinke ich euch unten. Das ist jetzt sehr praktisch. Dafür mache ich nämlich die ganzen Shots. Dann kann ich euch nämlich immer direkt alles unten verlinken, ohne immer alles wieder hinzuschreiben. Und ihr habt direkt die Anleitung dazu. Und kennt ihr das? Ich packe das jetzt auf diese flachen Teller. Im Restaurant oder grundsätzlich würde ich das eher in so einem kleinen Schälchen servieren. Allerdings die kleinen Schälchen, die nutzen wir immer morgens fürs Müsli oder Porridge. Und das kommt auch immer gut so hin, dass das gut in den Geschirrspüler passt, bevor wir den anmachen. Deshalb möchte ich die jetzt nicht verwenden, weil dann würden die ja den Platz da einnehmen und dann wird das vielleicht irgendwann zum Geschirrspüler nicht mehr hinpassen. Und die kleinen Teller, die kann man richtig gut in den Geschirrspüler unterkriegen. Und dadurch, dass das Pasta ist, da ist jetzt nicht wirklich viel Soße drauf, kann man das jetzt ganz hervorragend auf die Teller packen. Es ist kein One-Pot-Pasta, weil wir haben ja die Nudeln eben schon separat gekocht. Aber es sieht wie One-Pot-Pasta aus. Und riechen tut es mega. Und das Gleiche, ich könnte jetzt einen meiner wunderschönen Servierlöffel nehmen. Aber wer 10 Jahre von Hand abgewaschen hat, der nimmt einfach den Löffel, mit dem man schon die ganze Zeit umgerührt hat, damit man nicht so viel dreckig macht. Oh, ich liebe es, einen Geschirrspüler zu haben. Für Kevin kann ich schon mal eine etwas größere Portion machen. Und für mich mache ich immer eine etwas kleinere, weil ich finde es auch ganz schön, nochmal nachzunehmen. Aber wenn ich schon so eine riesen Portion hätte, dann wäre das nicht so wirklich was. Und ich glaube, das serviere ich uns beim Couchtisch. Denn gestern gab es, beziehungsweise diese Woche gibt es von Trimax so ein Event. No Food Challenge, die essen gar nichts. Lassen sich aber lecker von allen kochen, die da so drumherum sind, die das dann noch essen dürfen. Und die selber müssen es aber aushalten, dass sie nichts essen. Und einer ist jetzt schon rausgeflogen. Und mal gucken, wer bis jetzt so durchgehalten hat. Und dann werden wir es uns ja, jetzt einfach richtig schön gemütlich machen. Es ist immer noch so schön hell, ne? Es ist einfach schön, wenn man nach Hause kommt und es ist noch hell. Und vor allem, wenn man dann auf so eine wunderschöne Fensterfront guckt, wenn wir gleich da drüben sitzen. Ich sag euch erstmal Tschüss für heute und wir sehen uns bestimmt morgen. Guten Morgen, es ist kurz vor 5. Also habe ich meinen Termin bei MS und ich kann schon seit 3:30 nicht mehr schlafen, wobei das hat überhaupt nichts mit dem Termin zu tun. Ich glaube, ich war einfach viel zu früh wieder schlafen. Ich habe jetzt schon ein Hörspiel eine Zeit lang gehört, aber ich musste jetzt einfach aufstehen, weil wenn ich jetzt wieder einschlafe und dann in einer Dreiviertelstunde aufstehe, dann wäre verloren. Deshalb habe ich mir gerade überlegt, ob ich mir einen Tee koche, aber ich nehme jetzt einfach ein Glas Wasser und trinke das erstmal. Schreibe mein Dankbarkeitstagebuch. Gerade schon ein paar Sachen in die Agenda geschrieben und ja, freue mich eigentlich auf den Tag, muss ich sagen. Ich gehe heute ins Büro und fahre von da aus dann direkt weiter. Gestern Abend haben wir noch richtig lecker die Pasta gegessen und dann waren wir aber auch, ich glaube um 8 oder so, dann waren wir auch schon so im Bettchen, genau. Mal gucken, ich habe, wenn mich eigentlich morgens jetzt mal so Vollkorn-Cornflakes mit Banane essen, aber ich habe die Cornflakes gestern leer gemacht und hätte mal gestern neue kaufen müssen. Ja, das hat ja richtig super geklappt. Außerdem bin ich gerade noch dabei, eine
Fabrizio und Final zu besprechen. Da freue ich mich schon voll drauf. Das seht ihr dann im April. Und habt ihr schon voll viele Ideen, wie ich das filmen will. Und ich hatte euch ja diese Woche auch gefragt auf Instagram, was ihr noch so für Videowünsche habt. Und da passt das zu einem Wunsch, der mehrfach genannt worden ist, richtig gut dazu. Von daher, ja, freue ich mich da schon sehr, sehr drauf. Wollte mich nur mal kurz melden und wahrscheinlich sehen wir uns nachher wieder. Entweder zu einem Outfit auf dem Tag. Ich will übrigens den Pulli heute wahrscheinlich tragen. Und dann sehen wir uns vielleicht nachher, bevor meinem Termin bei Hermes oder danach oder falls nicht, sehen wir uns morgen auf jeden Fall und dann erzähle ich euch von dem Termin. Ich mache jetzt gerade noch mein Handeltraining. Ich mache das ja mal zweimal hintereinander, habe jetzt einmal durch. Wollte euch aber einmal kurz zeigen, was, ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber ich bin ja jetzt seit 3 Wochen immer fleißig auf dem Stepper. Und ich merke, dass mein unterer Bauchbereich nicht mehr so aufgebläht ist. Das war gefühlt, war das bisher immer eher so, also das ist jetzt so rausgestreckt gerade. Deshalb ist es auch Spannung, aber gerade so der Bereich hier unten war in letzter Zeit eher ja, leicht weicher und irgendwie aufgebläht, hat sich unangenehm angefühlt. Und durch das Steppen merke ich jetzt so richtig, dass das ja, dass wahrscheinlich sich ja auch wieder Muskulatur einfach bildet, das Ganze so ein bisschen zurückgezogen wird, eine gewisse Spannung hat. Und ich merke es einerseits halt vom Gefühl her, dass ich mich wieder deutlich besser so im Bauchbereich fühle. Und ja, merke es halt auch so an den Hosen oder halt auch so von der Seite. Das vielleicht nur nochmal so als Motivation, dass so ein kleiner Stepper, wenn man da so, ich glaube, ich würde sagen, ich bin jetzt alle 2 Tage 60 Minuten da drauf. Ich mache nur 30 oder 45, aber in der Regel eigentlich 60 Minuten. Mache mir dabei Fernsehen an, Hörspiel, gucke auf dem Handy oder so. Weil es sind ja nur die Füße quasi, die arbeiten, die Hände habe ich ja frei. Das ist ja kein so ein großer Stepper. Und den kann man sich überall echt nochmal gut hinstellen. Oder in die Couch passt aber uns leider nicht. Aber ja, ich verlinke euch nochmal den ich habe. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er schon kaputt ist. Ich habe da jetzt auch an den Verkäufer geschrieben, deshalb weiß ich nicht, ob ich euch das Modell wirklich empfehlen kann. Ich habe das bisher aber leider mit vielen Steppern schon gehabt, die dann auf lange Sicht leider nicht so was getaugt haben, weil da kommt drauf unten so schwarzes Pulver, das ist irgendein Abrieb. Und der Monitor funktioniert nicht, wobei der Monitor ist mir immer egal. Also die Zeit kann ich mir auch anders einstellen und die Schritte sind mir egal. Es geht mir nur darum, dass ich mich 30 bis 60 Minuten bewege. Aber grundsätzlich kann ich so einen Stepper auf jeden Fall empfehlen. Wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Und jetzt in die zweite Runde am Training. So ihr Lieben, der Tag der Tage. Ich bin jetzt gerade in die Stadt gefahren. Übrigens, kleiner Tipp, ich glaube, ich habe das noch nie erwähnt. Wenn ihr in die Stadt fahrt und bei der Alster rauskommen wollt, dann fahrt ihr nicht bis zum Hauptbahnhof, sondern dann fahrt ihr bis zum Jungfernstieg und seid dann direkt hier gegenüber von der Alster nämlich. Ich habe in 25 Minuten habe ich den Termin. Bin jetzt schon sehr gespannt, wie der gleich ablaufen wird. Und ja, überlegt gerade, ob ich jetzt direkt hingehe und frage, ob sie schon Zeit hat oder ob ich nochmal irgendwo reinlaufe und irgendwo ein bisschen stöbere, aber eigentlich habe ich gar nichts, wonach ich gerade konkret gucken möchte. Deshalb glaube ich, laufe ich direkt einmal hin und ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil es ist hier sehr windig und ich habe die Kopfhörer dran, weiß deshalb gar nicht, worüber hier aufgenommen wird. Von daher, wir gehen als erstes, würde ich sagen, mal dahin und sind ganz gespannt. So, ich bin jetzt gerade bei einem Termin raus und werde jetzt direkt nach Hause. Im Grunde lief das ganz kurz ab, aber wir haben es natürlich so ein bisschen in die Länge gezogen. Ich habe einmal meinen Wunsch aufgegeben. Aktuell ist der Stand, dass man für eine Kelly oder eine Birkin einen Wunsch aufgibt. Für eine Constance gibt man den nicht mehr auf. Da muss man natürlich trotzdem aber auch warten, bis da irgendwas verfügbar ist. Und ja, Wartezeit wahrscheinlich so 1-2 Jahre. Was ich euch jetzt aber noch zeigen wollte, eigentlich ist der ja immer hier am Neuen bei hier links der Store. Und der zieht jetzt aber hier
auf die Ecke und vergrößert sich deutlich. Da war wohl früher Jill Sander drin. Einer von euch hatte mir das auch letztens schon mal geschrieben. Und sie schrieb das jetzt auch, wohl um die Mitte April rum. Da wird jetzt fleißig gebaut. Richtig, richtig cool. Und dann haben die ein größeres Lager und mehr Ware. Auch total süß. Sie hat mir eben noch ein paar Chipre-Sandalen angeboten. Und oh mein Gott, ich war so versucht. Aber die Vernunft hat dann so ein bisschen gesiegt. Das war nämlich dieses beige Velourleder. Mega schön. Und ich hätte sie sofort gekauft, hätten sie eine beige Sohle gehabt. Die hatten allerdings eine schwarze Sohle. Und das ist irgendwie so die Farbkombi, wo ich denke, dass das vielleicht halt zu dunkel dann von der Sohle her ist. Wenn dann das Beige oben auf ist, dann kann man das perfekt mit einem hellen Outfit kombinieren. Aber ich glaube, die Sohle wäre mir irgendwie zu schwarz. Das war ich mir jedenfalls nicht so sicher. Deshalb habe ich jetzt erstmal nicht zugeschlagen. Ich habe mir aber noch so ein, zwei andere Sachen angeguckt, nichts gekauft, aber bin jetzt mega happy. Werde jetzt nach Hause fahren. Ich glaube, ich habe noch 3% Akku. Ich hoffe, dass das noch für die Bahnfahrt mit meinem Hörspiel an der Stelle reichen. Hier guckt und ich hier meine ganz merkwürdig an. Deshalb musste ich hier mal gerade. Gehe ich, glaube ich, mal weg. Genau. Ich fahre jetzt nach Hause, hoffe, mein Akku hält noch für mein Hörspiel und bin ganz happy erstmal. Auf jeden Fall, dass ich meinen Wunsch abgeben könnte. Guten Morgen, ihr Lieben. Also, ich mache gerade eine Gesichtsmaske. Ich bin nicht in den Schlamm gefallen, aber ich habe das irgendwie jetzt einfach nur so kurz irgendwie aufgetragen. Man könnte das natürlich noch schöner verteilen, aber ja. Wir sind gerade aufgestanden. Kevin hat heute einen Termin, um sein Tattoo im Bein weiter stechen zu lassen. Richtig cool, bin ich schon sehr, sehr gespannt. Deshalb hat er heute einen Tag frei. Gestern Abend war ganz entspannt. Wir haben noch richtig lecker gegessen, die Reste von den zwei Vortagen. Und ich habe Kevin von meinem Termin bei MS erzählt. Und ja, irgendwie gibt das jetzt so eine Ruhe rein, weil ich jetzt weiß, okay, ich warte jetzt ein, zwei Jahre und irgendwann kommt ein Anruf und dann ist es soweit. Oder gegebenenfalls mit der Konstanz auch schon früher. Mal schauen. Auf jeden Fall sind meine Wünsche platziert und das fühlt sich schon mal total gut an, weil man jetzt nicht mehr diesen Step hat, erstmal auf so einen Wunschtermin warten zu müssen, sondern das schon platziert hat. Genau, heute ist ein ganz entspannter Arbeitstag, glaube ich. Ich habe nicht so viele Termine, allerdings einiges an größeren E-Mails aufzuarbeiten, ein paar wichtige Telefonate zu führen, damit ich nächste Woche da weitermachen kann. Von daher sind da einige To-Dos, die da heute anstehen. Und heute kommen auch einige Pakete an, worauf ich mich sehr freue. Ich weiß nicht, ob ich euch die nachher noch zeigen kann. Oder ob ich das im nächsten Vlog mache. So, im Grunde so verschiedene Kleinigkeiten auf jeden Fall. Und plane aber auch ein Video, das kommt Mitte April. Vielleicht ein oder zwei der Stücke auch mit reingehen, weil das ganz gut zu dem Thema passt, was ich mir da überlegt hatte. Ja, das mal so als kleiner Einblick in meinen heutigen Tag und ja, auch wenn die Maske nicht sehr hübsch aussieht, sie ist sehr schön, so porenreinigend. Ich benutze sie von Zeit zu Zeit ganz gerne und habe mir auch angewöhnt, dass ich das morgens ganz gerne mache, weil ich nehme mir irgendwie, könnte ich auch machen, aber das müsste ich auch erstmal wieder so als Routine implementieren. Ich nehme mir irgendwie nicht so die Zeit, so am Wochenende so einen halben Tag Spa-Day oder so zu machen. Dafür sind wir momentan auch zu viel unterwegs, aber so morgens nach dem Aufstehen waschen und dann Gesichtsmaske drauf. Ja, passt total gut, von daher, wenn ihr auch nochmal so eine, das ist wahrscheinlich so eine coole Maske. Genau, Active Charcoal Mask to Clear Pores. Also so eine reinigende Maske auf jeden Fall. Aktiv Kohlemaske zur Porenreinigung steht auch nochmal auf der Rückseite. Die verlinke ich euch gerne sonst nochmal unten in der Infobox. Die benutze ich nämlich ganz gerne. Ja, also Frühstück jetzt und dann seht ihr mich wahrscheinlich gleich wieder oder nachher wieder mit ein bisschen weniger Dreck im Gesicht. Und so sieht das Ganze jetzt ohne Schlamm im Gesicht aus. Heutiges Outfit of the Day habt ihr wahrscheinlich schon in den YouTube-Shots gesehen. Verlinke ich euch unten sonst nochmal, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Auf jeden Fall ist es endlich mal wieder warm genug, um meine schöne
Seidenbluse zu tragen. Die war mir jetzt in letzter Zeit ein bisschen kalt, beziehungsweise ich habe, wenn, dann Blazer drüber gezogen, dann ging das auch hervorragend. Aber wenn ich ins Büro gegangen bin, dann Blazer und dann noch Mantel drüber, das war mir manchmal irgendwie einfach ein bisschen zu schwer auf den Schultern. Deshalb war das eher so ein Outfit fürs Homeoffice, habe ich festgestellt. Und jetzt kommt der Frühling. Es gab zwar den einen oder anderen Schneetag diese Woche noch, aber der Frühling kommt und somit können die Seidenblusen endlich mal wieder ausgetragen, ausgeführt werden. Und die schimmern so schön. Ich glaube, die werde ich mir auch noch mal in einer anderen Farbe kaufen, weil ich finde diesen Schnitt einfach so schön. Es gibt sie in so einem richtig tollen Rot. Ja, mal gucken. Also, ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon einen zweiten Tee gekocht und werde mich jetzt ransetzen. Kevin ist gerade losgefahren zu seinem Tattoo-Termin und ich werde mich jetzt ransetzen an die Arbeit. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr zwischen den Zehen. Ich habe nämlich gerade Mittag gegessen. Kevin hatte noch übrig gebliebenes Brot von der Arbeit mitgebracht. Und das habe ich gerade gegessen und habe ein bisschen auf Net-a-Porter gestöbert. Und irgendwie, weil ich ganz lange nicht angemeldet habe, mich jetzt erstmal wieder eingeloggt und so auf meiner Wunschliste geguckt und festgestellt, dass ein Kleid, was ich letztes Jahr im Sommer so schön fand, mir aber für 340 Euro doch zu teuer gewesen ist. Dass das jetzt einfach mal 50% im Sale ist und meine Größe noch verfügbar. Ich blende euch hier mein Bild ein. So mega schön. Ich packe euch gerne den Link in die Infobox, weil irgendwie findet man das normal nicht mehr auf Net-a-Porter. Als ich den Link nämlich raussuchen wollte, hatte ich erst das Kleid zugesucht und irgendwie findet man das nicht mehr. Aber ich packe euch den Link unten auf jeden Fall rein, weil ich mir vorstellen kann, dass es voll viele von euch auch voll schön finden werden. Ich werde es euch dann wahrscheinlich im nächsten Vlog getragen zeigen. Aber wie das so ist, wenn das jetzt so stark im Sale ist, keine Ahnung, ob das dann noch verfügbar ist. Und das ist aus weißem Leinen und hat so Cutouts an den Seiten. Ich finde das so schön gemacht und so ein schönes Detail. Auch schön, dass das so eine leicht breitere Schulter ist, nicht nur Spaghetti-Träger. Von der Marke habe ich bisher auch noch nie was geshoppt, deshalb bin ich da auch sehr gespannt und werde auf jeden Fall berichten. Richtig cool, habe ich mich gerade sehr gefreut. Und eigentlich sollten ja heute verschiedene Pakete ankommen, aber bisher ist immer noch gar nichts angekommen. Das ist gerade leicht frustrierend. Aber gut, ich würde mich jetzt gleich wieder meine Arbeit. Erstmal mache ich mir aber noch. Was mache ich mir noch? Es ist Wochenende bald. Was mache ich mir? Und beim Schneiden des Videos ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich den Vlog irgendwie gar nicht beendet habe. Ich dachte, ich hätte den beendet, aber irgendwie habe ich das nicht. Und ich vermisse auch eine Videosequenz, weil ich nämlich unsere Steuererklärung letzte Woche gemacht hatte. Und die mache ich jetzt seit 2017, meine ich eben gesehen zu haben, immer mit Smartsteuer. Und wenn ich jemanden werbe, dann kriegt man einen 5-Euro-Gutschein, dass man 5 Euro spart. Von daher setze ich euch gern meinen Empfehlungslink unten mal in die Infobox, weil ich finde das Programm total praktisch. Man muss kein Programm mehr auf sein Device, also sei es jetzt Tablet oder Laptop, runterladen, sondern hat das über die Internetseite von überall zugänglich, passwortgeschützt, total gut. Und wird da wie in so einem Interview durchgeführt. Ich fand das damals so toll, weil der Aufbau so logisch war. Steuererklärung ist ja nicht unbedingt immer so was Einfaches für sich, für den Otto-Normalverbraucher. Aber mir hat das immer ungemein geholfen. Für völlige Transparenz immer, wenn ich jemanden empfehle, bekomme ich auch, was ich meine, das sind 15 Euro sogar. Von daher freue ich mich, dass ich euch damit was Gutes tun kann und freue mich natürlich auch, wenn ihr den Link nutzt und ich auch was davon habe, sind wir doch mal ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich aber ja nur den Vlog einmal beenden. Hoffe, dass ihr so kurz überlegen, das Video geht Dienstag an, denn ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche vor euch. Wir hatten ein ganzes Wochenende, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, weil das erzähle ich euch ja im nächsten Vlog, was wir dieses Wochenende machen. Wir waren nämlich gestern richtig schön frühstücken, aber so, ich beende den Vlog. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen und euch das noch mit dem Link zur Smartsteuer sagen, weil ich den schon nämlich in die Infobox gepackt habe. Aber ihr würdet ihn ja gar nicht suchen, wenn ihr gar nicht wüsstet, dass da was wäre. Von daher, ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr Lieben. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis bald.